Moin Leute, da melde ich mich mit dem 23. Teil. Es geht um, darf man das sagen, Transen? In dem Milieu sagt man Transe dazu. Wie heißt das? Gender gewechselt, neutral. Ich bin in diesen Dingen nicht so gut. Ich kann echt jeden akzeptieren, der was weiß ich mit seinem Körper machen will, aber ich weiß immer nicht, wie man das bezeichnet. Deswegen nenne ich das jetzt in diesem Video auf jeden Fall. Der Versuch des ersten transsexuellen Mann, ein Mann, der sich zu einer Frau hat umoperieren lassen, aber immer noch mit Schwingelschwangel. Geht das auch andersrum? Okay. Ihr seht, ich habe da drin nicht die große Erfahrung. Jeder darf seine Sexualität ausleben, solange es nicht gegen Gesetz verstößt oder irgendwas unter Zwang steht. Ja, Geschäfte liefen einigermaßen normal. Es war nicht die große Ausschüttung monatlich. Die Leute denken, ja, Ende des Monats sitzt man irgendwie so zusammen und der eine 10 Mille und der andere 10 Mille und dann versteuert man vielleicht 4 Mille oder so. Ja, das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Ich glaube, das Geschäft ist generell ja kaputt. Das hatte ich in den Teilen vorher schon öfters mal gesagt. Und das ist... Ja, es war ein gutes Zubrot, es reicht nicht, um da einfach gut von zu leben oder man könnte davon leben, aber natürlich nicht mit dem Lebensstil, den wir drauf hatten mit morgens Treffen und so weiter. Da ist einfach zu viel Geld für ausgegeben worden. Aber dazu kommen wir nochmal, wie so ein Tagesablauf aussieht. Jetzt war es auf jeden Fall, wir hatten ein gewisses Karussell eingerichtet. Ja, ein Karussell bedeutet das, dass Frauen... die in der Wohnungsprostitution sind, die grundsätzlich ihr eigener Chef sind, die haben vielleicht einen Mann im Hintergrund, dass die haben so gewisse Städte und die reisen sie dann irgendwie an, ja, dass sie so alle 6 Wochen oder alle 8 Wochen dann mal eine Woche in der Stadt sind. Also ich sage jetzt mal so ein Karussell, so dass sie Hamburg, Kiel, Lübeck, Rostock, Stralsund, Neubrandenburg, Schwerin, was ist da noch dazwischen? Zwischen Schwerin und Hamburg gibt es nicht viel, Ratzeburg, vielleicht wenn es da eine Wohnung gibt und dann wieder Hamburg und dann Karussellen die so umher, so dass sie überall mal sind. Weil wenn sie länger an einem Ort sind, dann ist das Interesse der Männer relativ schnell weg. Die wollen immer neu, 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 neu. Das hatten Mike und ich jetzt mittlerweile gelernt. Und wir hatten dann relativ viele Anfragen. Es hat sich gut rumgesprochen, dass wir uns auch gut gekümmert haben. Also dass wir zumindest nette, zuverlässige Vermieter waren. Man nennt das auch Vermieter. Also immer, ich weiß, junge Leute sprechen so ganz viel immer davon oder auch Ältere, die so wenig Ahnung, die sagen immer, das sind alles Zuhälter, Luden und so weiter. Hat damit gar nicht so viel zu tun, deswegen will ich das auch gar nicht falsch darstellen. Im Endeffekt waren wir Vermieter im Rotlichtmilieu, die natürlich eine gewisse Dienstleistung mit angeboten haben, die Frauen abzuholen, auf die Frauen aufzupassen und so weiter. Aber es war von vornherein klipp und klar, das Geld, was die da rein verdienen, das ist deren Geld. Jetzt war es so, dass wir für Wismar knapp 50.000 Einwohner die erste Anfrage über unser Telefon hatten, dass ein Transsexueller, eine Transe, ein Mann jetzt im Körper einer Frau bei uns mal arbeiten wollen würde. Das war jetzt auch nicht so, dass die sich bewerben per E-Mail und hängen da 5, 6 Bilder ran. Und ich persönlich, ich muss sagen, ich war da relativ skeptisch. Mike hat mir das dann erzählt, wir waren Mittagessen und er sagte so, ja, ich habe da so eine Anfrage. Und ich sagte so, ja, keine Ahnung, Wismar ist so klein. Ist das nicht ein bisschen speziell? Ist das nicht so eine Großstadtsache? Weiß ich nicht. Ja, und dann, okay, Wohnung ist eh nicht voll oder so weiter. Oder warum wollen wir es nicht mal ausprobieren? Wir hatten von anderen gehört, ja, in Großstädten, das läuft. Da gibt es wohl ein Interesse dran. Da gehen wohl ganz viele auch aus, ja, sage ich jetzt mal, nicht nur jetzt jemand am Angestelltenverhältnis oder vom Bau oder so hin, sondern das ist schon eine sehr spezielle Sache, wo dann wirklich ein reges Interesse für da ist. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, ist jetzt keines meiner sexuellen Vorlieben, aber okay, jeder so wie er mag. Und deswegen hatten wir uns dann doch entschieden, okay, vermieten wir. Wir waren aber so skeptisch, dass wir dieser Transe dann gesagt hatten, okay, wenn du kommst, dann musst du die ganze Miete im Voraus bezahlen. Und die Miete, was weiß ich, sage ich mal, es liegt bei 500 plus die Werbeannoncen schalten in der Zeitung und im Internet, kostet die Miete 650 die Woche oder 700 oder so. Und da hat sie, ich nenne sie jetzt sie, ich glaube, sie will das auch oder sie würde das wollen, sie hat dann gesagt, ja, überhaupt kein Problem, gebe ich euch, wenn ich komme. Und wir so, ja, okay, das versprechen viele. Ich muss dazu sagen, ich habe selten ein Milieu erlebt, wo so viele Versprechungen gemacht worden sind, wo nachher alles so puh, 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 weg war es. Aber, okay, wir haben gesagt, klipp und klar,
wenn die Miete nicht im Vorhinein kommt, dann gibt es den Schlüssel nicht, dann war es das und Werbung schalten wir erst, wenn du da bist. Ja, überhaupt kein Problem. Werbung würde sogar Internet ausreichen. War sich sehr sicher, dass das alles so funktionieren würde. Wie gesagt, in Wismar, ich glaube vorher, die letzten 2-3 Jahre davor, war keine Transe da und wir hatten überhaupt keine Erfahrung. Und dann war es dann so, dass ich dann doch relativ neugierig war. Oft hat Mike die Frauen abgeholt und ich habe mich um andere Dinge geklärt, aber das ist eine andere Serie. Und da war ich dann jetzt doch so neugierig, muss ich ehrlich gestehen, dass ich sage, okay, guck's dir mal an. Ich bin ja auch geschädigt durch Internet und natürlich durch irgendwelche Serien, die man guckt. Und man stellt sich dann ja auch so, man hat ja ein gewisses Bild im Kopf, wie man sich eine Transsexuelle vorstellt. Da haben wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Bilder. Dürft ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Bilder ihr davon im Kopf gehabt habt. Jetzt war es auf jeden Fall so, ich habe mir das ja schon so sehr irgendwie, ein Mann, der sehr auf weiblich macht und irgendwie auch dann dazu irgendwie so einen weiblichen, ja, einen Hauch von einem weiblichen Körper dazu hat oder, ja, also nahe dran zumindest, ja, aber halt immer noch ein Penis, ja, genau. War auf jeden Fall super neugierig, ich wollte unbedingt mit. Und ich hatte mir das schon relativ, ja, weiß ich nicht, warum. Ich hatte mir schon relativ ansehnlich angestellt. Ja, es gibt ja nun auch wirklich, wenn man im Internet guckt oder so, kann ja jeder mal gucken, dass es dort ja zum Verwechseln ähnliche gibt. Jetzt kamen wir am Bahnhof an. Sonntags war oft Übergabe der Wohnung, Anreise, Abreise und so weiter. Viele sind sonntags auch schon abgereist, aber ist jetzt für diese Geschichte unwichtig. Und es war auf jeden Fall so, dass wir dann zum Bahnhof gefahren sind und dann warten wir mit dem Auto davor, haben wir gesagt, ja, wir warten draußen immer mit einem schwarzen Touareg oder weißen Q7 oder was weiß ich, mit so einem Auto, auffälliges Auto direkt am Bahnhof, Parkverbot gilt für uns nicht, scheißegal. Und jetzt kam auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich gedacht habe, wo ich das erste Mal, wo sie auf uns zukam, also relativ, also normal gekleidet, ja, Jeans, Sneaker an und so weiter. Aber man hat natürlich, ich habe sofort, das siehst du aus 300 Meter, erkennst das. Also ich habe gedacht, nein, Mike, das ist das doch nicht. Oder was ist es sie doch nicht? Das kann das doch nicht sein. Oder was? Ich sage, die hat keine Miete, da wird kein Mensch hingehen. Da wird kein Mensch hingehen. Ja, aber echt so klischeehaft, so vier Rollkoffer so dabei, zwei Handtaschen, so Schal um die Haare, ich glaube auch keine Perücke auf zu dem Zeitpunkt und so weiter, kein Make-up, aber so irgendwie weibliche Kleidung an. Das war so auf mich so, da habe ich gedacht so, okay, werden wir jetzt hier reingelegt, hat das echt irgendjemand jetzt aus dem Spaß gemacht hier von unseren Freunden, Bekannten aus den Clubs oder sonst was oder so. Und ja, ich muss auch dazu sagen, was echt strange für mich war, ist so, wir haben viele der Frauen ja auch begrüßt, wenn wir die abgeholt haben. Da gab es Bussi, Bussi, links, rechts und schön, dass du da bist und wir fahren jetzt zur Wohnung. Brauchst du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas haben? Möchtest du noch in der Stadt? Willst du noch irgendwas einkaufen und so weiter? Ja, und jetzt muss ich dazu sagen, bin ich mal ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben Bussi, Bussi mit Männern jetzt noch nicht so inflationär gemacht. Ja? Ich habe es ja trotzdem gesehen, es sah trotzdem sehr, sehr männlich für mich aus. Ja, und jetzt dann so die Begrüßung dann so, ja, muss ich echt sagen, so dann so aus der Distanz so, ja, hallo, weißt du so, ich bin Philipp und das ist Mike und ganz leicht so, sie hat dann auch so die Sprache verstellt und hat so, oh, ich bin ganz K.O. von der Fahrt und so und ja, das war, aber irgendwie konnte ich da noch nicht umswitchen und sagen, okay, das hat mit mir noch nicht viel mit Weiblichkeit hier irgendwie zu tun, das wird doch hier nie und nimmer funktionieren, nie und nimmer. Scheiß drauf. Ich echt die Augen gerollt, ich saß hinten, ich hab sie dann vorne sitzen, ich habe mich hinten reingesetzt. Ich glaube, Mike ist gefahren, ist aber nicht so wichtig und ich weiß noch, wie wir uns dann mal angeguckt haben. Ich sage, das macht die Jungs immer hin, wollen wir nicht abbrechen hier, so, weißt du? Ich sage, das kann nicht funktionieren und ja, mal warten wir mal ab den ersten Tag. Wir sind zum Apartment gefahren, erstmal nicht für mich ausruhen, sollen wir heute noch die Annonce schalten lassen? Nee, hier auf dem Sonntag mache ich nichts, Sonntag ist mein Tag und so weiter, ich will jetzt hier ein bisschen chillen, mich einrichten im Apartment und wir so, ja, okay, wie machen wir es mit der Miete? Ja, hier ist das Geld, hat sofort das Geld bezahlt, wir, okay, alles klar. Und hatten wir, unser Risiko war weg, scheißegal, wenn die morgen abhaut, 5 Tage abhaut, wenn da kein Mann kommt, tut uns leid, ist bezahlt, ist dein Risiko und so weiter. Dann sollte der Montag starten und wir waren natürlich,
jetzt nicht darauf fixiert, was ist da los, wir hatten unser Geld, was geht uns das an, wir gucken dann ja auch nicht, wer geht da rein und so. So waren wir nicht drauf. Es gibt ja dann viele Abziehsachen, was Leute so machen, wie sie freier abziehen, könnten wir auch mal ein Special zu machen. Und auf jeden Fall wurden wir dann irgendwann angerufen, so, also wir haben dann eine Annonce geschaltet in der Zeitung, die kam Sonntagabend, oder so, kam die sonntags raus? Ich glaube, die kam sonntags sogar raus. Aber dann machen viele, viele der Frauen und sie auch, machen dann ihr Handy manchmal montags erst an und dann sind die ganzen Nachrichten drauf. Viele wollen auch Nachrichten schreiben und die meisten machen keine Nachrichten. Du musst anrufen, musst einen Termin abmachen und so weiter. Die wollen ja nicht hin und her WhatsApp oder SMS schreiben und so weiter. Verwechseln wieder viele Männer, dass sie denken, das ist jetzt hier, oh cool, ich habe eine neue Perle, mit der ich hin und her schreibe und so. Ja, du musst schon Geld dafür bezahlen, wenn du hingehst. Und die haben keinen Bock, den ganzen Tag mit irgendwelchen wildfremden Männern zu genau. So, ich muss mir eine Notiz machen, ich hole dich noch raus, so. Und mir fällt immer was ein, wenn ich hier was erzähle, dann nehme ich das hier immer auf, Leute. Also das gehört dazu. Hier wird nicht geschnitten, das ist immer in einem Talk durch und deswegen ist das so real. Also, ich habe da euch wieder, genau. Und jetzt war es auf jeden Fall so, dass wir dann angerufen worden sind dann abends hin. Und ja, jetzt will ich mal sagen, sie macht so die Tür auf, hatte so schwarze Perücke rauf mit so einem Ponyschnitt und war jetzt auch nicht so, dass ich Make-up gesagt habe, war auch irgendwie fast so groß wie ich, irgendwie 1,86 oder 1,88, irgendwie sowas. Irgendwie so auf so High Heels, ja, Größe 45, irgendwie so ein bisschen Rock und das, ich habe das, wir machen so die Tür auf, setzen uns so hin und wir sagen so, was geht's, es tut uns leid, dass der Tag so scheiße war. Und wieder so, und ich bin völlig erschöpft, ich hatte heute 14 Gäste. Was? Die hat am ersten Tag in Wismar 14 Gäste gehabt. Das muss man sich vorstellen, was das für eine Zahl ist, ja, wie die im halben Stundetakt wahrscheinlich oder er im halben Stundetakt dort die Freier abgearbeitet hat. Ich bin mir mit der 14 relativ sicher, ich weiß nicht, wann wir abends da waren, aber es vielleicht 20 Uhr, 21 Uhr, vielleicht auch 22 Uhr, keine Ahnung, wir waren noch super neugierig, weil wir dachten, sie will abreisen, Schlüssel geben, haben wir gedacht, wir können die Wohnung nochmal 4-5 Tage weggeben. Aber ich bin mir ziemlich sicher mit der Zahl, am ersten Tag 14 Gäste. Ich war schockiert. Also nicht so, weil ich das irgendwie, aber ich habe mir gedacht, ja okay, für alles gibt es immer irgendjemand, der irgendwas gut findet. Aber 14 war schon eine Zahl, die mich umgehauen hat. Viele Frauen haben manchmal am Tag, wenn die 4 Freier haben oder 5 Freier haben, ist das in einigen Städten ist das schon echt viel oder so. Und jetzt war ich echt. Und dann auch so, man muss sich so vorstellen, als wenn man dann so auch so als Dachdecker nach Hause kommt, den ganzen Tag irgendwie Dingern geschleppt hat, ganz starke Gerüstbau, man schleppt ganz schwere Dinge und klar kommt man nach Hause und ist völlig erschöpft. Und klar, die hat auch den ganzen Tag gearbeitet und irgendwie und schmeißt sich dann so auf diese Couch in diese Wohnung, wir sitzen ihr so gegenüber oder ihm und sagt so, ich bin völlig K.O. Ich sage, ja, okay. Wir fragen dann, haben natürlich dann auch gefragt, wer ist denn hier so gekommen und dann so querbeet uns wirklich so erzählt vom, was weiß ich, 20-jährigen Bodybuilder bis hin halt zum 70-jährigen Rentner, ja. War für mich halt neu zu hören, es war für mich eine völlig neue Situation, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist schon krass, aber ja, why not? Aber wirkte auf mich halt nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und ich glaube, die ganze Woche über hat die sich so finanziell gesund gestoßen in dieser kleinen Stadt, dass sie auch immer alle 2-3 Monate mal gekommen ist. Und die hat in der Schweiz und Österreich gearbeitet und so weiter. Und es sah ja nicht mal, die war vielleicht auch 40 Jahre alt oder so. Sah, keine Ahnung, ich kann ja kein Bild zeigen, aber nichts, was sich annähernd an eine transsexuelle Person oder die weiblich sein möchte, dann irgendwie gut gefunden. Aber wahrscheinlich fanden viele das Spiel gut zwischen, ist irgendwie ein bisschen fraulich und doch, Mann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müsste jemand hier drunter schreiben, ihr habt ja viele anonyme Accounts, wenn ihr auf mich immer hatet, habt ihr auch anonyme Accounts. Dann darf das gerne jemand mal erklären. Ich glaube, sie hatte auch gemachte Möpse, ja, also das war schon, die waren schon operiert, aber hatte halt noch den Schwengel. Das war meine erste Erfahrung mit einer Transe. Wir hatten nachher hatte sie eine Kollegin angerufen und dann haben wir gedacht, okay, was soll's? Wir haben keinen Unterschied in der Miete gemacht, aber okay, wir sind Dienstleister so in dem Sinne und wir geben der Stadt das, was sie haben möchte.
Und das war dann so ganz anders. Dann haben wir diese Frau abgeholt. Das ist nur ein ganz kleiner Ausflug, bevor ich euch damit langweile. Die haben wir abgeholt und die war genau so, wie ich mir das so irgendwie vorgestellt hatte. Und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, ja, dass da einige, also die war, er, sie war durch und durch Frau, hatte lange geglättete Haare, voll aufgemacht, die ganze Zeit Make-up. Hatte sich sogar, glaube ich, irgendeinen Rippenknochen rausnehmen. Ich weiß es nicht genau, wie das geht. Ich kenne mich damit echt nicht so aus. Und da war das dann für mich auch, das ist komisch, das sagt was über mein inneres Denken damals aus. Da war es für mich einfacher, weil sie viel weiblicher aussah, mit ihr Bussi-Bussi zu machen. Und die hat sich auch sehr, sehr weiblich genommen. Also weiblich völlig überspitzt, ja. Also das Weibliche, die überspitzen ja vieles. Ich glaube, das ist auch so bei Drag Queens und so. Sie überspitzen dann ja diese Weiblichkeit. Und sie war... Die kam an auf High Heels mit so Absätzen 12 cm, Mini-Kleid, richtig schlank. Und ja, da habe ich gedacht, okay, da fehlt es mir viel einfacher, Bussi-Bussi. Und die wollte ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Die wollte ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Ich glaube, die war auch auf der Suche nach einem Mann für sich. Ich weiß das gar nicht. Sind Transsexuelle, sind Männer... Frauen, stehen die auf Frauen oder stehen die dann auf Männer? Ich weiß das gar nicht. Sind das dann homosexuelle Beziehungen? Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, so richtig. Na gut, okay, auf jeden Fall war das dann auch so, sie brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Die musste sehr viel, die hätte auch nie und nimmer so 19 oder 14 Männer so abgearbeitet. Die hat sich halt auch, die hat sich dann halt auch pro Termin dann irgendwie 250 Euro geben lassen oder 300 Euro, 400 Euro, ja. Und, hat dann höchstens 3 oder 4 Freier am Tag gemacht oder hat einen Freier genommen für 3 Tage. Dann musste er ihr auch 2.000, 3.000 Euro zahlen oder so. Und so hat sie sich dann auch gegeben. Ja, also war sehr, sehr speziell. Und abends war ihr dann langweilig. Dann ruft sie an. Und da erinnere ich mich noch sehr genau dran. Und dann hat sie gesagt, ja, mir ist langweilig und ich möchte was essen gehen. Und da erinnere ich mich dran. Und hatte Mike gesagt, er hatte damals keine Zeit, gesagt, ja, Philipp, würdest du das übernehmen? Und ich so, ja, drum reißen tue ich mich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ja, also das habe ich sowieso nicht so gerne gemacht, dann so in meiner Freizeit abends so 20 Uhr dann irgendwie mit den Frauen, die bei uns gearbeitet haben, essen zu gehen, war jetzt nicht so mein Ding. Und habe ich gesagt, ja, komm, die müssen wir bei Laune halten. Und wer weiß, vielleicht können wir die ranpussieren, also so als eigene Frau, dass sie fest bei uns arbeitet, weil die hat richtig Geld gemacht. Und dann haben wir natürlich auch wieder Geld gewittert. Da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, da haben wir das große Geschäft gewittert. Immer, wenn man das Gefühl hat, man kriegt nachher als Krimineller, kriegt man so ein Gefühl überall, man wittert überall Geld, Geld, Geld. Deswegen kommt das ja auch, dass man bereit ist, jeden abzuziehen, jeden zu betrügen, jeden zu belügen und so weiter. Das kommt daher, weil man kriegt dann nachher einfach so einen Sinn dafür, wo man Geld verdienen kann, ohne große Arbeit und irgendjemanden abzuziehen. Und da hatten wir dann natürlich, ja komm, mach das mal. Und dann erinnere ich mich noch, wie ich sie abgeholt habe an diesem Apartment und kommt so runter. Die wog vielleicht, was wog die, 56, 58 Kilo oder so. Ja, völlig hergerichtet. Ja, wir reden über einen Montag oder Dienstagabend in Wismar. Ja, da sind die Bordsteine hochgeklappt ab 18 Uhr oder so. Ja, da geht gar nichts. Und so ein Pelzjäckchen so drüber und... steigt bei mir so ins Auto, ich natürlich los mit, den Jeans werde ich wohl angehabt haben, Jeans, irgendwelche Sneaker, Bauchtasche oben irgendeine Trainingsjacke oder so, ja, und die hergerichtet, als wenn sie in die Oper gehen will. Das war natürlich schon krass und dann sind wir zu meinem damaligen Stammitaliener gefahren und das ist so doll überspitzt, da erinnere ich mich noch, wir gehen durch dieses Restaurant durch und es war immer sehr, sehr, sehr gut besucht, ja. Und dann hatten wir einen Tisch so ganz hinten, das war so lang gezogen, so bestimmt 30 Meter lang das Restaurant. Und wir kommen so die Tür auf und sie bleibt natürlich auch so vor der Tür stehen. Ich mache Frauen sowieso die Tür auf, das sollte man immer machen. Und ich mache hier so die Tür auf und sie kommt rein und... so das Jäckchen, nimmt ihre Mütze so ab, wirft ihre Haare so nach hinten, ja. Tut mir leid, ich muss das irgendwie so nachmachen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, ja. Und es gibt Menschen, die haben einfach so eine Aura, ja, also, oder eine Ausstrahlung, muss ich mich leider auch manchmal dazu zählen, man kommt in so einen Raum rein und die Leute gucken, ja. Es gibt den grauen Unsichtbaren, dann gibt es normal und dann gibt es die, die halt immer irgendwo reinkommen und irgendwie auffällig sind. Es ist schwer, über sich selber zu sagen, könnt ihr mich gerne für haten, ist aber leider so. Und, wir kommen so rein und dann hat das so Gefühl, als wenn so Spotlight an und
Und wir gehen so und dann so im Minirock und dann war ja auch alles übertrieben und schwenkt so mit den Hüften bei jedem lang, guckt jedem so tief in die Augen, jeden von den Männern guckt sie tief in die Augen. Und ich denke mir so, oh Gott, ja, also ich wusste ja, sie sind trans und alle, mich kannten ja in der Stadt so gut wie alle, zumindest vom Hören, Sagen und Sehen. Und ist natürlich keiner drauf gekommen, es war ja nicht zu sehen, dass sie eine Trans ist. Und irgendwie war es mir dann auch relativ egal, mir war es ja egal, was Leute denken, aber wie die Männer so alle so, ja, ist ja dann auch so ein Gucken so, wie Männer dann so ja an ihren Frauen so vorbeigucken, alle sitzen so über ihren Spaghetti und Pizza und so und dann guckst du so und dann guckst du so. Und die Frau kann sie ja noch nicht sehen und dann guckt er so runter auf sein Essen, ja, und sonst, was machst du sonst so? Und dann geht die natürlich vorbei oder er geht vorbei und dann weiß die Frau, wo er natürlich fünfmal hingeglotzt hat, ja. Da schmeckt die Pizza aber gleich mal ganz anders beschissen. Das war auf jeden Fall und dann haben wir uns hingesetzt und dann alle immer so geglotzt. Man hat das so richtig gesehen, wie sie geglotzt haben. Sie geht dann ja auch los und holt so einen Puderkasten mit so einem kleinen Spiegel raus und hat sich dann gepudert so noch am Tisch und Lippenstift nachgezogen. Und man merkt das ja so richtig, wie man so angeguckt wird und hat dann auch mal ganz seicht mit mir gesprochen und ganz leicht und immer viel lieb. Und ja, also das war irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob ich mich... Also ich fühlte mich auf jeden Fall hart angebaggert. Ja, und ja, wie soll ich? Ich fühlte mich hart angebaggert. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damals dabei ertappt habe, um zu sagen, irgendwie, weiß ich nicht, fünf Bier, fünf Schnaps, wer weiß. Ja, also ich bin hier auf dem Kanal, um das ehrlich zuzugeben, keine Ahnung, es ist nicht dazu gekommen. Aber es war so, du hast es, es war so eine gut inszenierte Show, sie war so gut in ihrer Rolle drin oder er. Weiß nicht, blendet man dann so völlig aus. Es war für mich eine sehr, sehr coole Erfahrung irgendwie. Hat auf jeden Fall meinen Horizont erweitert. War nachher, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, als wir nicht so gesagt haben, dass wir in Beziehung sind und dass wir nicht für Beziehungen zu haben sind. Viele dieser Frauen oder Männer sind natürlich auch auf der Suche von irgendeinem Partner, der sie rausholt. Das war so meine Erfahrung, so ein bisschen das, was mit Transsexuellen war, war ein Riesengeschäft, gibt es eine riesen Nachfrage von. Waren immer coole Typen, Typinnen, wie man das heute ja so sagen darf oder muss. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr speziell. Aber was dann passieren sollte, war bei uns, in der Stadt war es dann so, dass schon wenige Tage danach habe ich einen Anruf bekommen. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen, ich solle sofort in die Stadt kommen zu einem unserer Apartmenthäuser, beziehungsweise am besten sollte ich mich dritteln, zu jedem unserer Apartmenthäuser fahren. Denn maskierte Männer mit Sturmhauben stehen vor dem Haus und verlangen nach uns. Wir haben das auf Russisch schlecht verstanden, aber wir mussten unseren Arsch zu den Apartments bewegen. Und was da passiert ist, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Vielen Dank, schaut mal rein. Schaut rein bei King unter den Kongs. Hier oben ist das Buch bestellbar. Hass macht Gewalt mit Signatur dürft ihr bei King unter den Kongs bestellen. Ihr dürft Pate werden vom Kanal. Das ist immer der beste Support, dass wir das hier am Laufen halten können. Auch mit den Kosten, die wir haben. Oder Mitglied bei YouTube werden. Oder ihr dürft es kostenlos konsumieren. Macht die Glocke an, dann wisst ihr, es gibt was Neues. Lasst einen Daumen oben da, wenn ihr es gut findet. Lasst einen Daumen runter da, wenn ihr das scheiße findet, die Folge. Kommentiert gerne. All das hilft in der Verbreitung und so weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und ich verbleibe mit einem Ahoi von der Küste.